8. Mai 1945 hat das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg endgültig verloren gehabt, also hat es auch zugeben müssen. Und am 9. Mai hat man dann in ganz Europa und nicht nur in Europa den Sieg über die Nazis gefeiert. In erster Linie den Sieg der Roten Armee über die Nazis, weil die halt den Hauptteil dazu beigetragen haben. Das ist aber heute jetzt nicht das Thema. Praktisch unmittelbar danach hat man ein sehr eigentümliches Phänomen feststellen können, in dem nämlich die Nazis, die man gerade erst besiegt gehabt hat, plötzlich alle weg waren. Also es hat praktisch nirgendwo mehr einen Nazi gegeben. Die Sieger haben dann große Schwierigkeiten gehabt, wenigstens noch so eine Art Führungsriege da zusammen zu verhaften und die dann vor Gericht zu stellen. Aber der größte Teil dieser Nazis, gegen die man da gewonnen hat, den Krieg, die waren weg, weil die haben jetzt nach vorne geschaut. Das ist so deutsche Gewohnheit, also man könnte sagen, das ist eine Gewohnheit des modernen Menschen insgesamt, dass er immer dann, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder vor allem, wenn er was Schlimmes selber angestellt hat, dass er dann unbedingt nach vorne schauen will. Na gut, ein bisschen kennt man das vielleicht auch von Hunden, wenn man einen Hund gehabt hat und so ein Hund dann sich an den Straßenrand oder möglicherweise auch an den Wohnzimmerteppich hinsetzt und da sein Geschäft verrichtet, dann schaut er auch gerne nach vorne. Aber bei Menschen ist das schon ganz besonders ausgeprägt. Und dann am meisten ausgeprägt beim deutschen Menschen. Vielleicht liegt es beim Deutschen daran, dass er so wahnsinnig gerne nach vorne schaut, dass er halt in den letzten 150 Jahren auch den meisten Schlamassel angerichtet hat, weltgeschichtlich, könnte man sagen, ist aber jetzt auch nicht das Thema. Jedenfalls unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Nazis, die gerade verloren haben, plötzlich alle weg. Die Deutschen haben nach vorne geschaut und als sie sich dann 20 Jahre später mal wieder umgedreht haben, haben sie festgestellt, huch, jetzt sind die Nazis auf einmal wieder da. Jetzt saßen plötzlich in allen möglichen Gerichten, in den Universitäten, im Bundestag, in den Landtagen, teilweise sogar im Bundeskanzleramt, all diese alten Nazis wieder drin. Wie ist jetzt das geschehen? Das hat man dann im Nachhinein versucht aufzuarbeiten, hat gesagt, wie kann das geschehen, dass diese Nazis da alle wieder hineingestürmt sind? Da hieß dann die gängige Ausrede, naja, also es war ja niemand anders da. Also streng genommen, wenn im Dritten Reich alle Nazis waren, dann wen soll man denn dann nehmen? Wir brauchen ja irgendwie Fachleute, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Polizisten oder einen Richter brauchen. Und vor dem 8. Mai oder 9. Mai 1945 schon Richter und Polizisten da waren, die das auch können. Und ja, dann nehmen wir halt die und wenn es Nazis waren, dann schauen wir uns um, ob wir jemand anders nehmen können. Aber es ist ja niemand anders da. Die anderen waren auch Nazis, aber die haben den Job halt nicht gelernt. Nimmt man halt die, die den Job gelernt haben. In gewisser Weise und bis zum bestimmten Grad ist das sicher auch nachvollziehbar. Man hat sich dann manchmal gestritten, muss jetzt unbedingt ein Kerl Bundespräsident werden, der zwar sehr lustig ist, der aber halt im Dritten Reich auch KZs gebaut hat oder mitgeholfen hat beim Bau der KZs. Naja, aber gut, der hat halt auch nach vorne geschaut. Genauso wie zum Beispiel dann, also Franz Josef Strauß fällt mir noch ein, der direkt nach dem Krieg gesagt hat, wer in Deutschland nochmal eine Waffe in die Hand nimmt, dem soll der Arm abfallen. Dann hat er nach vorne geschaut und ist der erste Kriegsminister geworden, der dann auch gleich in den 50er Jahren schon angefangen hat, den nächsten Krieg gegen die Sowjetunion vorzubereiten. Also wenn man nach vorne schaut, dann ist es manchmal einfach unerlässlich, dass man da nicht lang rumdiskutiert, sondern halt die Leute nimmt, die mal da sind und die was können. Jetzt ist es zurzeit so, dass viele Leute sagen, wir müssen jetzt das, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, aufarbeiten. Da sind Verfehlungen vorgekommen, da sind eine ganze Reihe von Verbrechen passiert. Wir müssen die Leute irgendwie finden, wir müssen die zur Verantwortung ziehen, auch bestrafen. Dann kommen wieder andere daher, wie der sächsische Ministerpräsident. Und der sagt dann, ja, also er versteht gar nicht, was die jetzt da schon wieder alle aufarbeiten wollen. Wir müssen da jetzt nach vorne schauen und uns irgendwie unterhaken und schauen, dass wir da alles nach vorne schauen. Und das, was da früher war, das Mai, ist halt passiert. Und da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden, weil damit wird es nicht ungeschehen. Können wir das jetzt nicht lassen? Können wir jetzt nicht sagen, jetzt geht es weiter? Was bringt uns das jetzt? Jetzt habe ich diesen mentalen oder psychischen Defekt, dass ich immer gerne nach hinten schaue.
Deswegen habe ich ja Geschichte studiert, das tut man dann gern, wenn man gerne nach hinten schaut. Und da gibt es mehr Leute von der Sorte, die dann immer gern nach hinten schauen und sagen, was ist denn da eigentlich passiert? Und es dann den anderen vorhalten und die werden dann ganz nervös und sagen, nein, nein, schau doch nach vorne, was willst du denn da jetzt wieder? Ich ziehe halt dann auch gern Sachen mal wieder raus aus diesen 3 Jahren, weil das Vergessen eine sehr starke Droge ist. Also es wirkt extrem stark. Es gibt ja dann auch immer Leute, die sagen, da ist doch gar nichts Schlimmes passiert und wo denn? Und wir haben doch von Anfang an alles richtig gemacht und wir haben auch gewusst, dass das nicht mit dem kleinen Pieks und so, naja, ich mag jetzt nicht riskieren, dass mein Video gelöscht wird. Also lass mal diese ganzen medizinischen Sachen am besten weg. Ich will da nicht schon wieder auf dem Nosferatu Lalabach herumreiten, weil dann sicherlich Leute sagen, um Gottes Willen, der Seiler und der Lalabach, jetzt kommt er wieder mit dem daher, das haben wir alles schon gesehen, das brauchen wir uns nicht nochmal anschauen. Weil darüber vergisst man dann auch gern, dass es ja nicht diese eine Person war, wo man sagen könnte, ist der Politiker seit dem Zweiten Weltkrieg, der mehr gelogen hat als alle anderen Politiker zusammen. Und da rechne ich jetzt gerne Strauß, Kiesinger, Lübcke, Barschel, wen auch immer. Aber das führt ja zu nichts. Wenn man alles immer auf eine Person oder auf wenige Personen konzentriert, dann landet man wieder da, wo man nach dem Dritten Reich gelandet sind, wo es dann geheißen hat, ja, die Nazis haben wir ja verurteilt, also die paar Führungspersönlichkeiten und die anderen waren ja alle keine Nazis. Aber es hat ja auch andere Politiker gegeben, zum Beispiel die. Sehr geehrte KollegInnen und die AfD-Fraktion, das mag Ihnen jetzt vielleicht lächerlich vorkommen, aber wissen Sie, was wirklich lächerlich ist? Wenn Sie und Ihre FreundInnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei. Dann wären wir alle wieder frei oder zumindest freier, um das zu machen, was wir lieben und worauf wir jetzt seit 2 Jahren warten, weil wir bereit sind, unsere Freiheit für das Leben anderer Menschen zu geben. Aber ich fordere jetzt den Payback. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Ihre individuelle Freiheit endet dort, wo meine beginnt, wo die kollektive Freiheit beginnt. Und Ihre persönliche Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, beeinflusst mein Leben, beeinflusst das Leben von Millionen von Menschen in dieser Bundesrepublik. Nicht die Impfpflicht ist die Zumutung, sondern keine Impfpflicht ist die Zumutung. Die Zumutung für die solidarische Mehrheit. Und ich sage das jetzt auch noch mal ganz deutlich. Es muss hier um die Impfpflicht für alle Erwachsenen gehen, nicht ab irgendeiner willkürlichen Altersgrenze. Denn alle Menschen, egal welchen Alters, übertragen das Virus stärker, wenn sie ungeimpft sind. Es reicht nicht mehr, mit kosmetischen Eingriffen die schweren Verläufe zu drücken. Wir arbeiten hier an der Herdenimmunität und deswegen nehme ich Sie jetzt in die Pflicht. Lassen Sie sich impfen. Für die Kinder, die Jugendlichen, für unsere Freiheit. Ich kämpfe für die allgemeine Impfpflicht ab 18, denn Impfen darf keine Individualentscheidung mehr sein. Es ist keine. Das war jetzt eine Dame von den Grünen und ich denke, inzwischen sind sich alle einig, es ist erstens ein Ausmaß an Dummheit, das man sich in Deutschland vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gar nicht vorstellen hätte können, zumindest nicht in einem Bundestag. Und dann strahlt es eine Aggression und einen Hass aus in dieser Dummheit, wo ein unbedarfter Beobachter sagen könnte, ja, möglicherweise war diese Mischung genau das, was die Nazis erst möglich, naja, die Geschichte wiederholt sich ja nicht, sondern imitiert sich höchstens. Da muss man auch keine Vergleiche anstellen. Es ist jedenfalls ein Auftritt, der absolut unerträglich ist und an den man sich aber inzwischen auch kaum noch erinnert. Also wenn man den nicht ab und zu mal wieder rauszieht, dann könnte man zu der Meinung gelangen, die haben sich doch alle ganz vernünftig verhalten und jetzt schauen wir doch mal nach vorne. So war es aber eben nicht. Die haben sich nicht vernünftig verhalten. Und hier ist nochmal so eine, da sieht man das auch sehr schön. Erstens eine Verschärfung der Kontaktbeschränkung der ungeimpften Erwachsenen. Zweitens wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. Bin einfach froh, dass die neue Ampelregierung sich auf den Weg macht, eine allgemeine Impfpflicht wohl einzuführen. Und ich erwarte, dass die Vorbereitungen jetzt schon beginnen. Also was jetzt tun? Weil jetzt stehen wir ja wieder vor der Situation wie nach 1945. Wir brauchen irgendwelche Politiker, wir brauchen auch
Juristen, Polizisten, wir brauchen Mediziner, also wir brauchen Leute, die sich ein bisschen mit Medizin auskennen, wir brauchen vielleicht sogar Virologen, Immunologen, also nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall Epidemiologen, lauter so Leute brauchen wir ja wieder. Und wo kriegen wir die jetzt her? Die können wir ja nicht irgendwie aus der Luft schöpfen, so wie das Geld, dass wir sagen, so, also Bundeswehr, müssen wir jetzt noch mehr Waffen, also machen wir halt einen Wumms oder drei Wumse, dann haben wir das. Mit Menschen, die ausgebildet sind, geht das nicht so leicht. Die müssen erst mal studieren und lernen, dann müssen sie auch auf Regierungslinie gebracht werden, beziehungsweise in Zukunft halt auf WHO-Linie oder was auch immer, aber jedenfalls brauchen wir die. Wo sind die? Könnte der Frecher hergehen und sagen, ja, dann nehmt halt die Dissidenten, das waren ja sowieso viel mehr als die Regierungstreuen und die haben sich letztlich auch als viel schlauer erwiesen als die. Na, das geht natürlich nicht. Also nimmt man wieder die Leute, die wir gewohnt sind, die bewährt sind und sagt, ja, die werden schon was gelernt haben aus der ganzen Sache da, weil was bleibt uns denn übrig? Wir haben niemand anderen. Wir hatten nach dem Dritten Reich niemand anderen als die alten Nazis, die keine mehr waren. Und wir haben jetzt niemand anders als die Pandemiebetreiber, die ja jetzt hoffentlich auch keine mehr sind. So geht es halt in Deutschland, so geht es auf der ganzen Welt. Der Mensch macht einen Fehler, dann schaut er nach vorne, lernt was und dann macht er den Fehler nicht mehr. Ja, es kann alles so sein, dass das natürlich ist. Jetzt stelle ich aber eine Frage, die mir dabei kommt. Wie war das eigentlich nach der DDR? Wo sind denn da die ganzen Juristen, die ganzen Wissenschaftler, die Politiker? Wo sind die alle hingekommen? Ich weiß schon, es gibt ein paar prominente Figuren, aber die meisten, wo sind die heute? Hat man da auch nach vorne geschaut? Und gesagt, ja, okay, bleibt ja nichts anderes übrig, wir haben ja niemand anders. Ja, das ist so eine Frage, die man sich stellt, wenn man dann gelegentlich doch einmal nach hinten schaut. Vielleicht sollte ich das nicht so oft machen. Oder vielleicht gerade doch. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, für den größten Teil der Deutschen ist das Thema einfach durch. Und niemand macht den Leuten mehr einen Vorwurf. Aber es gibt Leute, die kommen und wollen diese Frage so unglaublich diskutieren. Und ich weiß gar nicht, warum wo diese Aggressivität herkommt.